Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge in einem neuen Projekt zusammen mit dem Philipp im LS19. Hallo, einen wunderschönen. Hallo. Ja, das liegt an der Ausmacht. Auf jeden Fall, ihr fragt euch sicher, wo sind wir hier? Wir sind auf der wunderschönen Karte Ebsdorfer Heide. Der eine oder andere erkennt sie. Und wie bei allen anderen meisten Projekten, wo wir bis dato machen, Traktoren haben wir uns schon im Voraus gekauft. Und wir haben 800.000, mit dem wir jetzt momentan klarkommen. Philipp kauft jetzt schon gleich mal Felder, beziehungsweise uns gehört der Hof mit der Wiese 81, weil das einfach mit dazu ist. Und Traktortechnisch. Und eins oder welche soll ich kaufen? Kugel nach Traktortechnisch haben wir die zwei schon mal gekauft. Meiner und Philipp seiner, Frontgewicht. Und das war's im Prinzip. Mehr haben wir noch nicht. Okay, welche Felder wollt ihr schon kaufen? 2 und 1 hätte ich gesagt jetzt. Die 2 ist da und die 1 ist da. Beide ja. Relativ am Hof. Relativ nahe. Was wäre noch gut mit Wiesen? Da werde ich mich jetzt gleich mal drum kümmern. Wir haben halt 800.000, wir müssen halt da gucken. Die 76 schaut dann relativ gut aus. Die 8. Ja, die 80 wäre halt billig, ne? Ja, ich will halt auch nicht zu weit fahren müssen, wenn uns so klein sind, die, beziehungsweise die werden dann meistens eher immer größer. Hier oben brauchen wir uns gar nicht hinbegeben. Das heißt, ich würde jetzt mal sagen, die 80, die kaufen wir uns. Haben wir die 81 am Hof und dann würde ich sagen, reicht's für den Anfang. Wenn wir noch was über haben, können wir dann immer noch was kaufen. Gut. Dann haben wir das auch. Gut, das heißt, wir brauchen jetzt dann einfach Maschinen, beziehungsweise Anbaugeräte. Da werfen wir mal Radio an. Nee, das wollen wir nicht. Da haben wir uns ein Radio. Also ich kaufe jetzt die Felder, oder? Ja, genau. Die 1 und die 2, 2, 1, 2, ist wurscht. War besprochen. Ich kümmere mich gleich mal um Mähtechnik, weil da haben wir ein paar wunderschöne Sachen mit draufgenommen. Heck, Mähwerk technisch. Warte, vorne haben wir 3 Meter. Was gäbe war. Ja, okay, das würde ich schon sagen. Kaufen wir uns das einmal. Hab ich gerade die 180 gekauft oder du? Die 180? Die 80. Also die habe ich gekauft, weil das eine Wiese ist. So. Die habe ich irgendwie gekauft gehabt. Ich kümmere mich gleich mal um Gruppe und sowas, okay? Ja, da haben wir auch schon, hab ich ein paar Sachen mit drauf genommen. Schade. Oh. Sollen wir den von Quernelampack oder den Mod? Warte. Erst genug muss schon grün werden, sonst wird es schwierig. Mich spricht der vom Quernelampack eher an. Ich kaufe den vom Quernelampack. Warte, um was geht's? Auto 240 PS, warte mal. Gruppe, oder was? Ja. Den, wo ich mir drauf nehme, braucht 120, der andere braucht so. Okay, ich glaube, die Wahl hat sich schnell entschieden. Mann, aber der schaut nicht so egal. 240 PS, da sind wir noch mal. Der eine ist halt auch größer als wie der eine das. So, ich habe schon mal eine Sämaschine, die Kuhn. 3 Meter haben wir selten gesehen. Einzelkorn? Einzelkorn haben wir tatsächlich noch gar nichts drauf. Das heißt, die, wo ich jetzt kaufe, sind normale. Oder was heißt normale halt? Einzelkorn haben. Haben wir Einzelkorn irgendwas drauf? Ich glaub's nicht, ne? Irgendwie, also, der Gruppa schaut nicht so gesund aus. Das eine Mähwerk. Ja, schwierig, ne? Würde ich mal sagen. So, warte mal. Wir müssen uns jetzt mal. Darum können wir erstmal Motor machen, wichtig. So, voilà. Wir machen mal zu. Jetzt haben wir einen Gang. Boah, schon nur gerollt. So, dann schnapp ich mir gleich mal die Sämaschine. Weil ich habe vorne Gewicht dran, da kann ich jetzt schlecht Mähwerk mit Front und Heck ankuppeln. Wir haben also auf der Karte mit drauf. Wo geht's denn zum Hof überhaupt? Ich weiß nicht mehr, wie es zum Hof geht. Rechts, links. Links musst du längst, dann kommst du zum Hof. Normalerweise, ich muss auch erstmal selber gucken auf die Karte dann. Kannst du den nicht zusammenklappen? Ach, der ist eine 3 Meter. 3 Meter. Wir müssen. Warte mal, machen wir mal so. Ich lass dich vorausfahren. Ja, ich muss selber gucken, wir müssen so und so. Also immer der Straße nach. Okay.
da dürften wir ja noch hinkriegen, ne? So, machen wir Rundumleuchte an. Oh, da kommt ein Auto. Jetzt geht's aber, ne? Ja, sieht gut aus. So. Was? Dann fahren wir nochmal längs. Ja, es ist meist Plus mit drauf, also alles mögliche, was zum meist Plus mit dazugehört. Ansonsten, Season CD ist nicht mit drauf. Er drückt, weil die Umgebung erst noch geladen werden muss, weil wir sind bis dato noch nicht längs gefahren. Okay, die müssen wir auf jeden Fall aufpassen um die Ecke rum, weil da ist doch ein bisschen. Scharf. Ja, ich weiß jetzt gar nicht. Doch, ich glaub schon, aber nur irgendwo in Ortschaft. Kannst du mal Gas geben da vorne, ich fahre bloß 40, oder geht einer bloß 40? Nee. Oder? Normalerweise geht er auch noch schneller. Aber, gerade will er irgendwie nicht. Na gut. Muss ich dann noch umstellen mal. Sind wir noch richtig? Ja, sind wir. Hätten wir jetzt da längs gemusst? Nee, ne? Nee, noch nicht. Oder doch? Egal, wir können hier vorne. Da sind wir gleich bei Feld 2 vorne. Alter, wichtig da im Hintergrund hören, ne? Ich versuche gerade den richtigen Gang zu finden. Wir müssen ihn ganz kurz drehen, weil wir sind minimal falsch. Hier ist eine perfekte Stelle, hier kann man wunderbar drehen. Boah, gerade so da mal rumkommen sind. Ja. Aber wie gesagt, der aller Anfang ist schwer, ne? Aber ich weiß gar nicht, wieso da nicht höher, also ich 47 steht. Kann ich jetzt nicht sagen. Normalerweise läuft da 53 oder irgendwie sowas oder schneller. So, hier vorne müssen wir jetzt an, aber rechts. Kann man wieder vorbeischießen. Oh! So. Oh. Wir sind schon spät gebremst, aber ist noch alles im grünen Bereich. Ja, wir können entweder da rein oder vorne. Ja genau, vorne geht's rein. Können wir die Karte jetzt ausblenden, weil die brauchen wir jetzt hier zu. Ja. Ich hab mich verirrt, Flo. Oh nein. Oder geht's da oben auch irgendwo rein? Ist das hier ein Silo oder was soll das hier unten runter sein? Ja, es ist ein Silo. Silo im Boden. Hm? Silo im Boden. Ja, anscheinend. So, dann müssen wir hier rückwärts schieben nochmal lüben. Wir müssen hier rein. Der ist ein großes Tor, ich glaube da kommen die Traktoren rein. Oh. Ich erinnere, ja. Geht. So. Was sind wir da an unserem wunderbaren Hof? Jetzt muss ich mal kurz gucken. Warte mal, können wir mal noch mal kurz zurückschieben? So, nochmal rein. Hier vorne. Sieht's gut aus? Ja, da können wir unsere Sämaschine und so weiter reinpacken. Klingt grob jetzt hier rein. Okay, kannst du auch machen. Ist im Prinzip ja egal, wo der Gruppe oder so steht. Unser Hof ist ja nicht allzu groß, also selbst übersichtlich. Wenn wir den Umleuchter mal ausmachen hier. Passe ich da rein? Ganz knapp, aber wir gehen rein, ne? Ja. Und was viel, viel, viel breiteres können wir ja gar nicht verwenden. So, das heißt, wir düsen mal wieder längs zum Händler. Ich fahre jetzt diesmal vorne raus. Weil dann sehe ich auch mal, wie es da vorne aussieht, wenn man da vorne rausfährt. Ja.
Der Johnny hat aber eine blöde Gewichtsverlagerung, hey. Was meinst du? Der Johnny hat eine blöde Gewichtsverlagerung. Aber ich sollte mein Gewicht vielleicht hier lassen. Wäre, glaube ich, gar nicht allzu schlecht. So. Oh Gott. Da hören wir den Seals wieder rumbumpert. So. Mal gucken, wo wir unsere Gewichte denn hin platzieren. Oh, glaube ich, habe schon einen Punkt gefunden. Der, wo mir sympathisch aussieht. So. So. Also wenn man so eine Nebeneinfahrt, so ein Hauptweg zu unserem Hof ist, aber nicht, aber ja gut. Schaukelt ganz schön, hey. Hm? Ist doch nicht original. Wie meinst du? Der Johnny her, der schaukelt. Nach links und nach rechts oder nach vorne und hinten? Und rechts in den Kurven, aber ultra. Okay. Ja, doch, wir sind ja schon noch richtig. Was brauchen wir denn noch? Ich kaufe einen Ladewagen. Oder sollen wir Ballenpressen? Die Frage, haben wir eine Ballenpresse betroffen, schöne? Die, wo jetzt nicht allzu teuer ist? Oder beziehungsweise... Nee. Die, wo wir auch betreiben können von der PS-Klasse. Ah, die! Für 110.000. Und Ballen? Ja. Wir haben momentan noch das Geld von den Gerätschaften, die haben wir größtenteils schon, was notwendig ist. Aber was wichtig ist, ich kaufe dann gleich nochmal einen Düngerstreuer. Der ist wirklich wichtig. Machen wir schwarze, weiße oder grüne Ballen? Ich würde sogar entweder schwarz oder weiß. Ich würde sagen pink. Pink gibt's doch gar nicht zur Auswahl, oder? Doch. Echt jetzt? Ja. Oh man. Warte mal, also was wichtig ist. Ich nehme schwarz, ich kaufe das Ding. Okay. So, ich nehme hier Anhänge. Ja, wenn dann schon so. Ne, Schnecke wollen wir nicht haben. Wir können uns auch mal haben. Ja, da kaufen wir uns zwei von. So, wunderbar, dann haben wir das auch schon. Dann brauchen wir noch einen Düngerstreuer. Dünger da. Wunderbar. So, habe ich den Kollegen mit drauf genommen. Sein Farbe. Achso. Ja, ne, da bleiben wir schon bei Gelb. Aber nochmal einmal gekauft. So, dann haben wir das auch. So. Genau, dann nehme ich gleich mal das Mähwerk mit, das ein bisschen, ja, ungünstig dran liegt, sagen wir mal so. Also kann man machen, muss man aber nicht. Komm ich da überhaupt nicht mehr dran? Ja. So, das Gefühl, ich bin hier dezent falsch. Das kann möglich sein. Muss aber nicht. Aber die Wahrscheinlichkeit oder die Möglichkeit ist da, sagen wir mal so. Muss eigentlich nur dem Weg folgen und dann irgendwann links. Ja, tolle. Das ist doch nicht so schwer. Falsch. Ja, ist als oben passt. Oh Gott. Ja. Jetzt hat er aber. Okay, ich muss auf jeden Fall noch ein bisschen was umstellen hier, weil der funktioniert noch nicht so ganz so gut, wie ich mir das vorstelle.
Ich bin jetzt erstmal auf dem Nachhauseweg. Sag mal ganz kurz den Johnny ein. Ja, warte. Ich bin gerade auf der Straße unterwegs. So. Hm? Welcher Henny macht hier einen See? Oh. Ein See? Schwierig, sagst du? So ein See mit Wasser. Ja. Einpresse neu gekauft, John Deere neu gekauft, Gewicht neu gekauft, unter Wasser. Unter Wasser? Kann zwar noch komischerweise fahren. Muss ich mir Sorgen machen? Kann noch fahren. Okay, warte. Ich sehe dich da drüben. Ich steig gleich ein. Ich bin gerade am Hoch. Bin schon wieder rausgefahren. Also, aber wo war der Ding so der? Also, machen wir mal die kleine Karte hier hoch. Da drüben. Ah, da ein Ding uns. Ist da drüben ein Teich, See, wo der ist? Oh, knapp aber gegen. Wo packen wir die denn hin am besten? Mehrwerke. Ob ich da reinkomme, ne? Achso, hier. Na, ich glaube, da drüben geht es sowieso nicht. Warte, warte, ich kann mal ganz kurz gucken. Ob das von der Höhe her ausgeht oder eher nicht. Ich glaube es zwar nicht, aber man kann ja nie wissen. Am Hallentor, das ist. Ey, ich kann ja auch nicht normal reinfahren, ne? Würde gehen. Aber seid ihr mal was zeigen? Mhm. Komm mal kurz mit zu Fuß. Ja. Ich folge dir. Also wer da nicht reinkommt, von der Höhe her. Ja. Schwierig, ne? Da können wir sogar unsere Hänger reinpacken. Ja, wobei. Ja, da rauskommen wird schwierig. Könnte ja einfach hier der Längsherstellung gut auch gehen. Wo kommt's? Haben wir einen Gewichteplatz am Hof schon? Ja, ich hab meins ganz vorne am Ende von der Halle da abgestellt. Ja, da vorne und dann rechts. Mal so. Komm mal da rein. Ja, ein bisschen bedenken, dass ich irgendwo. Wieso ist hier so eine Wieso ist auf jeder Karte inzwischen so eine Rampe zum Auffüllen? Keine Ahnung, kann ich dir nicht erklären. Ah, ich muss ausklappen. Aber irgendwo ist es auch praktisch, muss man sagen. Das müssen wir noch runterlassen. Kann ich es jetzt abkuppeln? Ja, jetzt kann ich es ab. Weg. Dann machen wir noch das Frontmähwerk weg. Ich glaube, ich werde den austauschen. Den Johnny? Ja, wenn er so schwabbelt, dann ist er natürlich nicht ganz so geil, ne? Ey, 50 km/h kannst du vergessen mit dem zu fahren. Also ist die Seitenlage nicht so gut bei ihm, oder? Die ist zu hoch gesetzt. So, dann fahren wir jetzt erstmal wieder zum Händler und holen uns nochmal unsere weiteren Gerätschaften ab. Wer hat denn die schönen Hänger gekauft? Wer war das wohl? Bis zur nächsten Folge muss ich gucken. Genau, und wie jetzt der Folgenverlauf ist.
Es kommt an einem Tag Erlengrad und am anderen das Projekt hier, am nächsten Tag wieder Erlengrad, dann wieder das, also im Tagewechsel. Das heißt, dann hat jeder was. Der eine mag das vielleicht mehr, der andere ich das. Ich kaufe noch einen Ballenwagen, ne? Ist gerade. Beziehungsweise einen Anhänger. Haben wir einen Anhänger, der wo man zum Ballenwagen umkonfigurieren kann? Also die Anhänger, was wir jetzt haben, die zwei Drehschirmel, die kann man zum Ballenwagen unter Anführungszeichen, also man kann die Seitenbordwände wegmachen und dann kann man halt Ballen raufstapeln. Aber jetzt nicht den Ballenwagen für Rundballen oder sowas, nee, haben wir nicht. Weil das ist halt eher für. Da müssen wir halt auch mal gucken, ob wir dann was vom Anderson nehmen, dem Anderson DLC. Autostick. Aber die sind halt so teuer. Und ich glaube, für den Anfang tut es auch ein ganz normaler Ballenwagen. Brauchen wir jetzt nicht so ein Hightech-Gerät, ne? Wir mal wieder den Yosuke mit drauf. Obwohl, ne, der ist nicht für Rundballen, gell? Was für ein Yosuke? Den wollen wir auf der Rade auch hatten. Achso, den? Ne, den haben wir tatsächlich nicht mit drauf. Aussetzen. Du hast gerade ein Auto ausgebremst, ne? Geil. Perfekt. So muss das. So. Ja, der Dinger streut immer was anderes, aber. Man, Base kann er nicht in die Frucht rein, ne? Hm? Die Frucht muss man im Prinzip nicht rein. Aber muss ich jetzt rechts? Also nach der Ortschaft normalerweise. Für eine Ortschaft. Oder was heißt Ortschaft? Da sind ein paar Häusern da. Wo dann rechts kommen mal. Bin ich jetzt schon vorbei. Vor irgendeinem Zaun. Ah, ich sehe dich da vorne. Jetzt dann da vorne rein. Gleich links, ja. Da rein? Ja, da vorne links. Du hast es zu spät gesagt. Ich hab's schon lange vorher gesagt. Da warst du hier vorne, gerade wo ich jetzt bin. Aber wie seh ich schon. Oh nee. Oha, schwierig. Da steht ja jetzt auch ein Auto. Oh. Ich schmuggel mich da mal schnell vorbei, ne? Au. Ich konnte das Schild nicht mitnehmen, tut mir leid. Die Hänger sind ein bisschen schwierig. Die Hänger schon. Schauen die ganz so gesund aus, würde ich sagen, ne? Die sind auch schwer. Also. Ich habe einen Tipp. Für die Zukunft für uns, okay? Ja. Mit den Hängern darf man nicht 40 in der Kurve fahren. Nee, ich ende nicht gut, sagst du. Ja. So. Mal kurz mal gucken, wie wir mal hier irgendwo ein Türchen aufmachen. Ja, machen wir zu. Oh, da ist ein Büttel. Komm. Ah, von echten Landwirtschaft. Aha. So. Schauen wir hier nochmal einen Gang der Runde. Rückwärts Gang rein. Schieben wir den da mal rein. Also man sieht die Halle, ja. Ist nicht gerade die selbe Stür, aber mal. Kann man ja auch nichts machen, ne? So, ich pack den mal ein bisschen weiter hier rechts rüber, damit wir da halt einmal ein bisschen mehr Platz haben. Da steht ein Auto. Wo steht ein Auto? Hinter dir oder vor dir? Haben die Zäune, Colli? Das kann ich dir tatsächlich nicht sagen, aber was ich schon mal sagen kann, wir sind dann für heute auch schon wieder fertig, liebe Leute, für die erste Folge hier somit.
Ja, ich werde jetzt hier nochmal umkonfigurieren und ein bisschen was machen, dass ich den Steuer irgendwie auf 53 fahren kann und nicht nur 47 maximal. Ja, währenddessen, Philipp wird wahrscheinlich auch den Johnny noch austauschen und wir werden vermutlich, beziehungsweise heißt vermutlich, ich werde gucken, dass ich Philipp da rauskriege, wenn er nicht schon von alleine geschafft hat. Aber ich schaue so gut. Ja, aber wie gesagt, wir sind noch für heute auf fertig. Jetzt kommt natürlich die Abmoderation, die niemals fehlen darf. Okay, mehr ein Träumchen und kostet auch keinen Cent. Unten den roten Knopf drauf, falls ihr nicht getan, Glocke aktivieren, damit ihr nicht mehr verpasst. Und das war's von mir. Dann sehen wir uns schon bald zu einer weiteren Folge hier auf der Scheiße. Und bis dahin, macht es gut, haut rein und ciao, ciao. Ciao.